In diesem Video zeige ich dir drei der häufigsten Fehler beim Anhieb, die dich das Fangfoto kosten können. Was macht einen Zanderbiss eigentlich so besonders? Er fühlt sich an wie ein Stromschlag. Wenn es zuckt, zucke ich zurück. Jederzeit kann da kommen, der Biss. Du musst wirklich da sein. Oh, schön auf Distanz. Pum. Juhu! Geil! Mein Herz. Dafür machen wir das alles. Dafür leben wir das. Wie komme ich jetzt darauf, über den richtigen Anhieb zu sprechen? Da ist doch völlig klar. Denken vielleicht manche, gerade die sehr Fortgeschrittenen. Ne? Aber im Zusammenhang mit dem Zanderkern-Coaching, wenn ich mir die Köderführung von dem Klienten genau anschaue, um die Fehler zu optimieren, ne, sehe ich manchmal Dinge, die mich eben wirklich dazu bringen, darauf hier mal in einem extra Video einzugehen. Angenommen, du hast den richtigen Platz, bist zur richtigen Zeit am Wasser, richtiger Köder. Oder vielleicht auch durch Zufall, du hast den Zanderbiss, der interessiert sich dafür, nimmt das Ding. Kann einer dieser Fehler alles zunichte machen. Kannst du dich vielleicht noch daran erinnern, als ich mal das Video gemacht habe mit der Anatomie des Zandermaus im Zusammenhang mit dem Chickhaken, mit dem perfekten. Verlinke ich hier mal mit in der Infokarte, das Video, falls du es nicht gesehen hast. Da sieht man auch, wie zentral und wichtig der Punkt effizienter Anhieb ist. Fehler Nummer 1, der Anhieb mit der Rolle. Ganz oft schon erlebt und gesehen, du registrierst diesen staubtrockenen Absinkbiss beim Zander oder diesen prägnanten Absinkbiss und machst so. Das reicht manchmal oder meistens nicht aus, um den Haken zu setzen. Klar gibt es auch Zanderbisse, gegen die man sich nicht wehren kann. Ne? Der sitzt, weil er den irgendwie ganz hinten drin und der Haken greift. Das ist aber Glück. Von einem effizienten Anhieb ist da nicht die Rede, wenn du über diese Rolle anhebend, ankurbelnd anschlägst. Beim Dropshot, einzige Ausnahme, Dropshot-Rig, ist das dieses ankurbelnde Anschlagen besser. Aber hier, Bleikopf, Greifer, das Ding, das musst du wie eine Nagelpistole reinsemmeln. Und da ist der Anhieb über die Rolle zu indirekt. Geil, voll eingestiegen. Und galant eingelöffelt. Schöner Fisch. Geil. Oh. Saugt da an wie nix. Gar nicht durchgeschossen, aber trotzdem gut gehalten. Also, ist jedes Mal diese Bisse auf das stillgehaltene Gerät, ne? Die kommen aus dem Nichts. Das einfach musste immer parat sein. Ne? Ein bisschen rumgeguckt und auf einmal kommt aus dem Nichts, ne? Dieser Einsaugimpuls und du hast bloß die Sekunde. Ne? Und der Sekunde, wo es scheppert, musst du auch reagieren. Ja, und das Gerät ist ja alles aufeinander gut eingestellt. Ne? Also die harte Rutenspitze, der Winkel von Rute zum Köder und mein Abzug. Ne? Der kann schon mal schneller sein, als Lucky Luke seinen Schatten ausschießt. Oder sollte er beim Zanderangeln. Fehler Nummer 2, der oft gemacht wird, den ich sehe, ist die Rute erstens nicht locker in der Hand zu haben, also dass Schultern locker sind, sondern dass man sich versteift und dann dazu auch noch die Rute einklemmt unterm Arm und den an die Körperseite ranpresst. So bist du quasi ja, total versteift und hast keinen schnell genugen Anhieb, weil du deinen ganzen Körper mitbewegen musst. Und da ist nicht genug Pfeffer dahinter. Beim Zanderangeln muss das wirklich alles komplett abgestimmt sein. Das Einklemmen und hier so machen und dabei den Köder führen. Das macht man beim Hechtangeln, wenn man jetzt mit einem großen Köder angelt oder im Freiwasser wirft oder auch mit dem Wobbler irgendwo und auf Zug leiert, dann macht man das. Dann klemmt man die ein und dann hat man die so ein bisschen im Griff. Das ist die einzige Ausnahme, aber das ist ja kein Hechtangeln hier. Ne? Zanderangeln ist ja schon speziell und das ganze Handling und alles muss
darauf abgestimmt sein. Und so auch die Haltung der Route, immer anhiebsbereit und auf gar keinen Fall hier unten einklemmen. Oh, ein Biss. Oh. Oh. Der hat mir alles, jede Falte rausgezogen. Oh, geiler Kant geht's nicht. Puh. Geiles Teil. Automatisch drin bei mir, so ein Automatismus. Wenn es zuckt, zucke ich zurück. Der saftige Anhieb, ne, knallt halt unverzögert den Greifer auch hier in das härteste Platten-Knorpel-Gedöns. Oh, der hat Bums, genau wie ich am Abzug. Aber solche Sachen, die in Fleisch und Blut übergehen, die muss man irgendwann mal auch gelernt haben und verinnerlichen. Fehler Nummer 3, wenn der Biss dir auf Schnurlaufröhrchen knallt. Also die Rute zu niedrig hast. Wenn du die Rute nach unten zeigen hast, machst so hier, hast du keinen Hebel mehr, also keinen richtigen Winkel zum Ansemmeln. Erstens knallt der Biss nicht richtig schön ins Gerät rein und zweitens ist die Reaktionszeit auch verkürzt, weil du erst bis hier einfach gar nicht den Köder ziehst und erst ab hier kommt Zug drauf. Das heißt, das ist wichtig, dass du den nicht zu tief hältst, aber auch nicht zu hoch. Manche machen hier die Köderführung irgendwie so, haben keinen Weg mehr nach hinten. Also du brauchst schon eine ordentliche Anlaufposition, da musst du ja eigentlich quasi schon mit 200 gegen die Wand rennen. Deswegen ist der Winkel der Rute, wie du sie hältst, extrem wichtig. Die Rute überwacht nämlich auch jede dieser Absinkphasen. Das ist immer mein Überwachungspunkt und sobald es unten zuckt, zucke ich zurück. Wie zucke ich jetzt nun zurück? Das ist ein Automatismus, der sich irgendwann einstellt. Wenn du genug Bisse hattest, merkst du genau in dem Moment, tock, bam, löst das den Anhieb automatisch aus. Manche Zanderbisse sind so geil, da hast du noch Zeit, zu denken, bevor du ankellst und da hängt immer noch dran. Ist aber selten und tagesformabhängig von den Fischen. Dieser Automatismus, der kommt einfach wirklich durchs Training und durchs Schärfen der Sinne. Am Anfang, ich sag mal, verpennst du viele Bisse. Hast die Rute entweder falsch eingeklemmt oder eben verzögert angehauen oder verpasst das Ding einfach und da hämmert dir rein, pam! Und du denkst, was war denn das jetzt? Und dann faulenst du einfach weiter, weil der hängt nicht. Ganz sicher nicht. Und das ist eine Sache, die erst mit der Zeit kommt. Und ich sag auch den Klienten im Coaching, die ersten 3 Dinger hast du frei. Die ersten 3 versemmelst du in der Regel. Bis sich dann dieser Aha-Moment einstellt, der Groschen fällt und du gar nicht mehr drüber nachdenkst und jedes Zucken wird von dir mit einem Zurückzucken pariert, automatisch. Yes. Oh, schön auf Distanz. Pum. Und gleich angezimmert. Also ich weiß gar nicht, wie ich angehauen habe. Ich weiß nur, dass ich angehauen habe im richtigen Moment. Sehr, sehr geil. Puh. Ja, diese Fehler beim Anhieb ist nur eines der ganz vielen kleinen Rädchen, die schief laufen können und dich die Fische kosten. Ich sehe das immer wieder beim Zanderkant-Coaching bei den Klienten auch, dass es manchmal nur eine kleine Sache ist oder bei viele kleine Dinge, die nicht verinnerlicht sind, nicht verstanden sind, die falsch gemacht sind, die sich eingeschliffen haben und die du gar nicht selber merkst. Du kommst gar nicht darauf, dass das ein großer Fehler ist, weil du es sonst immer schon so machst von deiner ganzen Motorik. Ne? Deswegen ist es immer gut, wenn jemand drüber schaut, der das dann genau sieht, rausfiltert. Und wenn dich das interessiert und du willst mal ein Gespräch haben mit uns, wo wir erstmal feststellen, passt das mit uns überhaupt? Können wir uns das vorstellen? Kannst du das umsetzen? Was hast du für Gewässer? Was hast du bis jetzt so gemacht? Wo willst du gerne hin? Dann blende ich das hier oben mal ein und habe das auch hier unter der Videobeschreibung verlinkt, genauso wie die Köder auch. Und wir reden dann einfach mal und schauen, ob wir dir bei deiner Situation weiterhelfen können. Weil das macht nämlich irre Spaß und Zanderangeln ist im Grunde genommen gar nicht so schwer. Du musst nur einmal alles im Gefühl haben.
um das mal grob zu beschreiben, diese ganzen kleinen Stellrädchen, die da zusammengehören. Und dann kannst auch du feststellen, dass Zanderangeln erstens gar nicht schwer ist und zweitens mega viel Spaß macht. Das ist was ganz, ganz Besonderes. Zanderangeln unterscheidet sich eben durch diese staubtrockenen Absinkbisse, durch diese Art, wie du den verführst, wie du den dann zum Biss bekommst, wie der Biss sich anfühlt, wie du den verwertest, einfach von den ganzen anderen Angelarten. Und deswegen bin ich so fasziniert vom Zanderangeln und es wäre schade, wenn du es nicht wärst, weil es bei dir vielleicht nicht läuft und es an diesen kleinen Stellschrauben, die du vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hast, liegt. Ich habe das hier jetzt alles im Boot erzählt, ne? Aber es ist eigentlich egal, wo du stehst, auch egal, an welchen Gewässern du stehst, vom Ufer, vom Boot, egal ob im Ausland, hier zum Beispiel gerade in Spanien, oder ob du in Schweden stehst, ob du am Rhein stehst, ob du am Kanal angelst oder an einem See. Zanderbiss ist Zanderbiss, der ist überall gleich, das ist immer das gleiche Programm und dasselbe, deswegen ist das so essentiell. Da kommt er. Ob geworfen oder eben hier vertikal. Der Biss kommt quasi kurz bevor der Bleikopf wieder am Grund ist. Beim Vertikal pendelt er halt ganz langsam aus nur. Und der schiebt sich ran und puff, und muss natürlich beantwortet werden. Andere Technik, aber komplett gleicher Mechanismus mit dem Anhieb. Und in der Sekunde, wo er den einsaugt, musst du reagieren. Und vor allen Dingen schnell. Nicht mit Kraft, sondern mit Geschwindigkeit. So. Und je härter deine Rutenspitze ist, ist aber ein anderes Thema, mal für ein anderes Video, desto schneller wird auch deine Reaktion umgewandelt in Kraft am Haken. Und also in die Geschwindigkeit, mit dem du den halt ansemmelst. Ne? Je weicher deine Rutenspitze ist, desto schneller musst du draufzimmern. Je schneller und kräftiger. Aber deine Rute kann das mit übernehmen. Aber ohne deine Reaktion nützt dir auch die straffere Rute nichts. Das muss schon passen. Soll ich noch vertikal weitermachen oder ein bisschen werfen? Absinkbiss ist Absinkbiss, egal welcher Technik, welches Gewässer, egal wo. Das macht so Spaß. Ist immer der gleiche Moment. Bom, und den musst du parieren. Sonst kannst du weiter fischen und hast den Biss halt genossen, wenn du nicht anhaust. Oh, der bockt schön. Wieder auf dem gehaltenen, auf der stillgehaltenen Rute. Boom. Oh ja. Schönes Tier. Geht gerade so rein. Ein Bulle. Ist das geil. Oh. Heidi Witzka. Wenn es eine Methode gibt, wo man diesen Zanderbiss so richtig genießen kann, und so richtig direkt reingehauen kriegt, dann ist es Vertikalangeln. Besser kann er nicht hängen. Schön reingeschossen, wie mit der Nagelpistole, ne? Pop! Bin ich da, wenn der Zander da ist. Ich lasse ihn jetzt laufen. Topfit! Topfit! Wenn du Zander angeln gehst, sei jeden Moment bereit, den Anhieb zu setzen. Du wirst es lieben. Und das ist einfach nur eine Sache des Fokus, dass du quasi dich auf den Moment konzentrierst, wenn es zuckt. Und dann musst du zurückzucken. In dem Sinne, wenn dir das hier gefällt, was wir machen, hier auf dem Kanal, wenn dir die Videos gefallen, gern Daumen hoch, abonnieren und die Glocke läuten, damit du benachrichtigt wirst, wenn wir ein neues Video zum Zanderangeln hier hochladen. In dem Sinne, die Köder habe ich mal verlinkt, hier unten drunter. Und auch nochmal die Informationen zum Coaching, falls du mit mir direkt zusammenarbeiten willst an deinen Gewässern. Habe ich auch nochmal einen Link drunter gesetzt. Und auch mal danke an Taffy Tackle Tours für die Unterkunft und für das Leihboot. Wenn du Bock hast, auch mal in Spanien hier Zanderangeln zu machen und das mal hier zu erleben, dann habe ich den Link auch nochmal hier unten drunter in der Videobeschreibung, wo du dann direkt mit Taffy das hier ausbuchen kannst. In dem Sinne,
bin happy und ich kassiere jetzt noch ein paar geile Absenkbisse, weil ich kann es einfach nicht lassen oder Auspendelbisse beim Vertikalangeln. Ihr habt uns in unzähligen Kommentaren auf YouTube, Instagram und Facebook immer wieder gefragt, wann kommt denn endlich die neue Wobblerroute? Jetzt ist die am Start, die Zanderkan Nachtläufer. Diese Route ist optimal auf das Angeln mit dem Wobbler auf Zander angepasst. Sie hat eine Medium-Aktion, das heißt, die Aktion ist etwas weicher. Und das ist wichtig, dass der Zander den Wobbler bei der Attacke, die ja auf Zug stattfindet, immer noch richtig gut inhalieren kann. So bekommst du weniger Aussteiger, also du hakst erstmal mehr Fische, bekommst weniger Aussteiger, fängst im Endeffekt mehr Zander. Die Route hat eine Länge von 2,60 Meter und wenn du Uferangler bist, kommt dir das zugute. Denn du musst gucken, dass dein Wobbler nicht zu dicht an die Packung rangeführt wird, immer ein bisschen Abstand da ist und genau da in dem Bereich läuft, wo die Zander ja in der Nacht fressen und auch deinen Wobbler gerne attackieren. Die Route hat ein Gewicht von 160 Gramm und ist super leicht und so kannst du die ganze Nacht hindurch ganz angenehm fischen. Außerdem hat die Route eine super Leitfähigkeit, denn in der Nacht siehst du nichts, es ist alles dunkel und du musst dich komplett auf dein Gespür verlassen, auf deinen Tastsinn. Und die Route leitet die Bisse super weiter in dein Handgelenk und du weißt immer sofort, wenn ein Biss kommt. Ab sofort ist die Zanderkan Nachtläufer im Shop erhältlich unter www.zanderkan-shop.de. Den Link dazu packen wir nochmal in die Videobeschreibung und wünschen dir viel Spaß am Wasser.